Yo Freunde, was geht? Willkommen zurück hier heute zu einem neuen, kleinen, aber feinen Update-Video von meiner Mini-City. Ja, wie ihr sehen könnt, ist der King Kong Sashi hier wieder unterwegs in den Straßen von Armingen City, ne? Leute, so haben wir ja die Stadt genannt, so hatten wir das ja alles abgestimmt hier, ne? Leute, und ja, es hat sich jetzt nicht riesengroß was getan, also ich gehe mal nur kurz hier aus dem F5-Modus raus, also so riesengroß getan, dass ich jetzt hier sagen kann, ja, fast hier eine halbe neue Stadt gebaut, nee. Ja Leute, also wenn ihr jetzt, also ich muss sagen, bevor das Video jetzt richtig anfängt, es wird nicht so lange gehen, wenn demnächst das Video kommt, wo ihr euch Armingen City 2.0 runterladen könnt, müsst ihr den More Science Mod und den Metamorph Mod drin haben und den Build Mod hier. Das ist einmal den Item extra an das extra Outils 2 Mod und den More Science Mod und natürlich auch den Metamorph Mod. Der Metamorph Mod, wenn ihr den nicht drin habt, das tut hier nicht weh in der Map. Das einzige, was weh tun könnte, ist halt das More Science. Dann habt ihr diese animierten Schilder nicht dabei, wie bei den Geschäften und so, wo ich da markiert und so habe. Also Leute, wie gesagt, bei dem nächsten Update müsst ihr eventuell einen Mod hinzuholen. Und das wäre dann dieser More Science Mod. Der hier benutze ich eigentlich nur, um schneller zu bauen. Ich glaube, den Mod kennen auch einige. Damit kann man halt eben einfach große Flächen schnell ein- und auf- und abbauen. Und ja. Also Leute, es hat sich ein bisschen was geändert hier in dem Innenstadtbereich. Ich habe hier so eine neue Einkaufsmeile gebaut. Hier neue, ja, ich habe hier ein paar Häuser höher gezogen. Es ist einfach, es passt einfach besser zur Innenstadt. Da darf ja alles groß und mächtig sein. Ne, es kamen auch ein paar Hochhäuser noch hinzu. Aber das könnt ihr auch gerne alles selbst entdecken, wenn ihr die Map jetzt demnächst spielen könnt. Ja, Leute, dann kam hier hinten, kam eine neue kleine Skyline hinzu seit dem letzten Update. Also, wie ich die nenne, ich werde es eher den Weststadtteil hier nennen. Also, jetzt auch einen eigenen Bahnhof. Das ist dieses Hochhaus hier. Da ist unten so ein Bahnhof drin. Ich würde sagen, ich muss mal kurz euch zeigen, was ich mit dem Morph-Mod vorhabe. Und zwar kann ich mich hier nämlich in diesen komischen Fisch verwandeln, den ich nicht kenne. Und dann bin ich hier einen halben Block groß. Das heißt, realistisch so groß wie eine Tür. Und jetzt kann ich eigentlich hier schon sagen, ja, 1 zu 1 fast, ne? Die Stadt ist 1 zu 1 fast gebaut. Man kann auch jetzt hier schön unten drunter durchgehen, was man eigentlich in echt nicht kann. Und ja, ich würde sagen, ich bleibe kurz in meinem Kostüm hier drinne und dann fliegen wir mal weiter. Hier ins Oranienviertel, das nenne ich einfach so, weil hier sehr viele Bäume wachsen, weil hier sehr viele Hochhausblocks, naja, Hochhausblocks jetzt nicht gerade, stehen halt eben ein paar Häuserblocks stehen hier. Ja, hier bin ich auch noch schwer am Bauen. Hier ist, ich glaube, das hatten wir schon mal gezeigt im letzten Update-Video, das Gewerbezentrum, hier das Fußballstadion, ja. Dann hier oben, das hat ich glaube auch gezeigt, das Art Ghetto, ne, hier Hochhaussiedlung. Die hat ich glaube im letzten Video auch schon gezeigt. Da hinten bin ich, da wollte ich eine neue Stadt bauen, eine etwas kleinere Stadt, aber da ist noch nichts draus geworden. Da hinten sind auch jetzt Felder hingekommen, Leute. Hier auch so eine kleine Wohnsiedlung, hier Felder, hier halt eben diese andere Stadt, die ich bauen wollte, so eine kleine Kreisstadt außenrum. Aber da bin ich noch am Überlegen, hier noch so eine kleine Bergstation, aber ich glaube, das hat schon alles gezeigt. Hier dann die Autobahn, da bin ich hier jetzt irgendwie das Autobahnkreuz am Bauen. Was das wird, weiß ich nicht. Jo. Dann habe ich hier jetzt noch ein bisschen was an den Fabrikteilen geändert. Habe hier so eine große Fabrik hingestellt. Ne, hier so ein kleines Parkdeck hingebaut. Hier hat sich nichts geändert. Hier in diesem Stadtteil hat sich auch nichts geändert. Ja, hier musste ich viel abreißen, weil durch das Windows 8 auf Windows 10, da ist irgendwas falsch gegangen. Da waren einige Häuser einfach unsichtbar. Deswegen ist hier jetzt alles weg fast. Also, da muss ich nochmal alles neu bauen. Hier kommt ein neuer Stadtteil hin. Und zwar wird dieser Stadtteil sehr wahrscheinlich nach einem sehr guten Kumpel benannt, wenn du das Video siehst, ich grüße an dieser Stelle, weil er hat dieses Gebäude einfach mal gebaut, er hat einfach mal gesagt, hey Sascha, lass mich einfach mal hier eine Runde bauen und hat dieses Gebäude gebaut und deswegen benenne ich den Stadtteil nach ihm ungefähr, also ich werde jetzt nicht den Namen von ihm einfach als Stadtteil nehmen, ich werde es so ein bisschen umschreiben, einfach so, ja, ich glaube, so sind doch bestimmt 100 pro einige Stadtteile entstanden auf dieser Welt. Ja, dann hat sich hier noch ein bisschen was getan. Hier habe ich nämlich so eine Art, ja, so ein bisschen was vom Brandenburger Tor hingebaut, einfach mal. Also wie gesagt, Leute, die ganze Welt ist in dieser Stadt eigentlich fast vertreten. Dann hier hinten dran entsteht ein Einkaufszentrum, dann hier ein Hochhaus, ein Hotel, keine Ahnung. Ja, hier entstehen auch noch Sachen. Dann habe ich hier, ja, ein großes Update. Hier der Nordteil der Stadt. Hier ganz viele Hochhausblocks auch. Ja,
Irgendwo müssen die ganzen Leute ja wohnen. Hier das Schloss, das hatte ich glaube gezeigt. Dann hatte ich hier noch ein bisschen angebaut. Hier so eine große, so eine Brücke mit Schienen oben drauf. Dann hier hinten soll ein Güterbahnhof hingebaut werden, ganz am Stadtrand. Ja, hier habe ich noch ein kleines Freibad hingebaut. Also wirklich idyllisch, Leute. Guck mal, das sieht doch richtig geil aus mit diesen neuen Gebäuden. Alter, das sieht mega, mega cool aus. Jo, was kann ich jetzt noch da viel dazu sagen? Ja, hier habe ich noch so einen kleinen, ja, einen Kaffee, einen McDonald's, keine Ahnung, was hier ist, hier ein Hallenbad. Hier wird so ein bisschen Gewerbezentrum, der Nordteil des Gewerbezentrums wird hier hinkommen. Und ja, dann habe ich eigentlich auch schon die größten Neuerungen gezeigt. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ich werde fleißig weiterbauen, damit hier alles noch zu ist, damit ihr wenigstens nach dem nächsten Update das komplette Oranienviertel da hinten habt. Ein Anfang von dem neuen Stadtteil und der komplette Nordstadtteil werdet ihr dann im Paket drinne haben. Und natürlich auch die Stadt, wie sie jetzt immer noch ist und auch ein bisschen umgebaut wurde. Ich glaube, der Bahnhof, den habt ihr auch noch nicht gesehen, der neue. Aber egal. Leute, es gibt natürlich auch noch sehr viel zu entdecken, wenn die neue Map kommt, ne? Aber das sage ich in dem neuen Video wieder. Bis dahin, haut rein, bleibt gesund, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Und haut rein, Leute. Ciao.